So, Xio hier, zurück mit Final Fantasy 13. Im letzten Part hatten wir das kleine Special. Und jetzt wollen wir mal mit den Superbossen anfangen. Wir haben ja schon mal hier gegen die Xiao Longgai gekämpft. Aber das wollen wir jetzt nochmal probieren. Beim letzten Mal lief es ja nicht ganz so gut. Ich habe die Paradigmen wieder eingestellt. Delta-Offensive, Blitzschlag, Drilling, Spalier, Malträtierung, Tresor und Lebenssinfonie. Und die Ausrüstung schaut jetzt wie folgt aus, also das wird jetzt die Endausrüstung bleiben, also bis zum Ende des Spiels. Also bei Lightning haben wir hier die Schleife, Siegerorden, Glücksbringer und Genji Armreif. Ich habe jetzt auch noch den Genji Armreif gegeben, einfach, dass sie auch noch Maximalschaden machen kann. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich den Schocker drin lasse, aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, doch, er bleibt drin. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich noch irgendwie Resistenzen steigern könnte oder sowas, aber naja, gut. Ich habe es jetzt einfach so gelassen, weil es ist nice to have. Und wenn es passiert, dann haben wir auf jeden Fall sehr gute Chancen in einem Kampf. Deswegen so einen Schocker drin zu haben, das kann wirklich ganz praktisch sein. Bei Hope hat sich, glaube ich, nichts geändert. Hier Adamantreifen, Naturgeistreif, Genji-Armreif und Kaiserwehr. Und bei Fang noch Genji-Armreif, Kraftfäustlinge, Naturgeistreif und Offiziersgurt. Und ja, damit sind auch alle drei Genji-Armreifen, die man im Spiel bekommen kann, verteilt. Also man kann tatsächlich bloß drei Stück davon bekommen. Und jetzt würde ich mal sagen, wir starten wieder auf Tresor, hauen dann gleich mal einen Analysator raus und dann gehen wir mal gleich in den Kampf, ne? Diesmal, denke ich, wird es besser laufen. Also, ich habe ja das letzte Mal verloren wegen einem wirklich groben Fehler von mir. Also, ich hätte da am Schluss wirklich mal heilen müssen. So, jetzt kommt erstmal das Beben. Das stecken wir natürlich gleich mal weg. So, gleich mal gegenheilen. Ich weiß nicht, ob er direkt mit Ultima gleich wieder ankommt. So, buffen. Ich frage mich, ob ich diese Tritte ein bisschen abfangen kann, indem ich immer zu Tresor wechsle. Das kann ich jetzt mal ausprobieren. So, okay. Auf jeden Fall hat jeder jetzt mindestens Protest drauf. Das heißt, die Tritte sind jetzt ein kleines Problem. Also kleineres Problem auf jeden Fall. Wir sollten es nicht unterschätzen, aber... Ja, wir sind schon im kritischen Bereich, deswegen heilen wir gleich mal. So, wieder hoch und wieder auf Drillingspalier. Und ja. Ja, wir stecken den Schaden schon gut weg. Gleich müssten wir auch alles drauf haben, was wir brauchen. Dann heilen wir nochmal. Dann geht's gleich weiter mit den Negativzuständen. So, aufheulen. Ja, Lightning hat gut Schaden gefressen, aber das ist okay. Wir haben auch eigentlich alles noch an Positivzuständen drauf, was wir brauchen. So, Hope bitte. Dankeschön. Und Drillingspalier, weil ich glaube, uns fehlt hier noch was. So, dann fangen wir mal mit den Negativzuständen an und schauen mal, dass wir so schnell wie möglich Morbid drauf bekommen, dass sie auch checken. Aha, wir müssen hier Abfeu wirken. Für maximalen Schaden. Gut, Morbid ist drauf. Dann kurz mal heilen. Ich denke mal, es wird nicht lange dauern, bis das erste Mal... Ultima kommt. So. Dann weiter Malträtierung. So, ja, das stecken wir weg. Ultima, dann gleich mal Tresor. Dann dürfte das eigentlich niedlichen Schaden machen. Okay, das war nicht so niedlich. Das tat sogar verdammt weh. Aber okay, wir stehen noch. Wir stehen wie eine Mauer, wie der Fels in der Brandung. Nur, dass Felsen nicht so heftig zuschlagen. Komm schon, da musst du noch ein bisschen mehr gehen. Hier geht ja gar nichts, ne? Gebt euch mal Mühe, ihr beiden. Hier Gemach wäre schon nicht schlecht, also... Da wäre ich auch schon sehr verbunden, wenn wir das wenigstens drauf bekommen würden. Ja, wenigstens können wir so ein bisschen den Schock noch hochtreiben, okay. Das müsste eigentlich ausreichen. Nochmal heilen. So, und in die Offensive. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht mit Lightning nur magische Angriffe mache. Aber, naja. Wir greifen mal so an. Und Lightning... Oh, wir verlieren gerade Protest. Das ist nicht so gut. So, aber trotzdem jetzt Raserei. Einmal oder zweimal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir heilen aber trotzdem mal gegen. Solange Lightning hier mit der Raserei weitermacht. Wir machen es gleich nochmal. Und in der Zeit müssen die anderen beiden mal buffen. So, und bitte weiter draufhauen.
Oh Mann. Okay, wir verlieren jetzt wahrscheinlich Hope. Oh nein, doch nicht. Schnell gegenheilen. Okay, und jetzt... Ich muss den Schock hier noch ein bisschen künstlich in die Länge ziehen. Einfach nochmal 3 drauf machen. Dann kann Fang mehr draufhauen. Ich glaube, jetzt kann sie jeden Schlag zum Schockimpakt machen. So, gut, geheilt sind wir. Es wird wahrscheinlich aber sehr bald wieder ein Aufheulen kommen. Daher müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, das war aber doch mal ein sehr guter erster Schock. Und wer hat jetzt... Okay, Ex-Anima ist auf Fang drauf. Na gut, das ist noch okay. Ach ne, Ex-Anima ist auch schon weg. Dann wieder auf Drillingspalier. Ja, wir haben den Kampf gut im Griff. Ich denke mal, diesmal läuft es wesentlich besser als beim letzten Mal. Also im nächsten Schockzustand ist das auf jeden Fall gelaufen. So, da kommt wieder ein Stampfen, aber ja gut. Das überstehen wir noch. Das wird aber ein bisschen kritischer. Ja, wenn die... Ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn ein Verteidiger... Also je mehr Schaden ein Verteidiger nimmt, desto... Nein, anders. Wenn die TP mehr reduziert sind bei einem Verteidiger, dann nimmt er immer weniger Schaden. Also der Schaden nimmt immer weiter ab, den er nimmt. Das hat man vorhin recht effektiv gesehen. Als ich gesagt habe, jetzt verlieren wir wahrscheinlich Hope. Sind wir auf Tresor gegangen und dann hat er einfach mal... Ja, fast keinen Schaden mehr genommen. So, dann... Hauen wir mal weiter drauf. Ich glaube aber... Einmal bitte Tresor. Das war ja gar nichts. So, einmal Lebenssinfonie. Weil Lightning und Hope sind wieder im gelben Bereich und das gefällt mir nicht. Drilling-Spalier, damit wir auch gleich wieder die Positivzustände haben, die wir brauchen. Und dann geht's weiter. So, bitte wieder draufhauen. Und wir sind schon bei über 400% und der... Ach komm schon, genau in dem Moment, als er stampft, sind wir wieder auf dem Boden. Dann einmal bitte Tresor. So, Lebenssinfonie. Weil, selbes Spielchen. Hope und Lightning haben wieder eingesteckt. So. Jetzt machen wir aber den Sack hier langsam mal zu. Jetzt haben wir es so gut wie geschafft eigentlich. Und wieder die Raserei. Und jetzt müssten wir ihn eigentlich quasi geschafft haben. Aber jetzt bloß nicht übermütig werden. Jetzt noch einem... er hat gerade die ganzen Negativzustände verloren. Okay, wir haben noch genug Schock. Das ist alles noch im guten Bereich. Ich möchte nur wieder voll machen, um auf der ganz sicheren Seite zu sein. Wie viel TP hat er jetzt noch? Ein bisschen über 100.000. Und ja, 2 Schläge von Fang und es war vorbei. Damit haben wir die Xiaolongui, den ersten Superboss, tatsächlich besiegt. Oder, naja, sie ist ein Halb-Superboss. Und, oh mein Gott, wir haben einen Dunkelkristall bekommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Ja, der Dunkelkristall mit dem... Können wir also einige Accessoires auf die letzte Stufe bringen, zum Beispiel den Hexenreifen. Also, ihr müsst euch den Dunkelkristall sowas wie das so vorstellen wie das Trapezoedron der Accessoires. Also Trapezoedron braucht man hier für die Waffen und bei den Accessoires braucht man eben den Dunkelkristall, um sie auf die höchste Stufe zu bringen. Das ist ganz gut, vielleicht benutze ich das tatsächlich auf irgendeine Waffe, aber das, sage ich mal, ist Zukunftsmusik. So, Gegnerdatenbank, schauen wir uns doch das Teil nochmal ganz schnell an. Da, hier haben wir sie, Xiaolongui oder Longai, wie auch immer. Wir hätten Goldklumpen auch bekommen können, aber wir haben den Dunkelkristall bekommen. Kann man nicht motzen. So. Dann, eventuell mache ich was wegen den Delta-offensiven Paradigma. Oder ich mache daraus... Eigentlich ist das okay. Lassen wir mal. Dann würde ich mal sagen, mache ich einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Superboss. Dann beim Longai. Dann bis gleich.
So, da bin ich wieder. Weit musste ich gar nicht laufen. Aber da haben wir ihn, den Longguy, also auch wieder so ein bisschen blau. Wir starten dieses Mal mit dem Drilling-Spalier, weil ich glaube, er macht am Anfang nicht sowas wie Beben oder Aufheulen. Aber es könnte auch sein, dass er gleich am Anfang Ultima raushaut. Der ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich habe gesagt, Xiao Longguy ist eher so ein Halb-Superboss, aber hier, der hier ist definitiv ein richtiger Superboss, weil da kommt gleich Ultima und das tat weh. Das tat sehr weh. Wir gehen auf Lebenssinfonie. Wir hauen gleich mal den Analysator raus. Weil hier wird es komplizierter. Wir haben hier mal wieder die Stampfe. Die müssen wir erstmal umhauen, damit wir dann ihn wirklich effektiv was anhaben können. Aber das kriegen wir auch in den Griff. Das wird schon alles. So, nein, wir wollen erstmal ein bisschen heilen. Und dann gehen wir direkt für den Drilling-Spalier. Vielleicht warten wir auch mal schnell den Stampfer ab von ihm. Oder? Ich hätte es eigentlich theoretisch machen. So, oh Gott, ist das viel Schaden. Und direkt wieder heilen. Aber Proteda brauchen wir hier definitiv, weil sonst macht er uns viel zu viel Schaden. Sonst funktioniert das nicht. Ich mache mir halt wirklich Sorgen, wenn hier wieder Angriffe wie Aufheulen oder Beben kommen. Weil die werden definitiv wehtun. Und was ist denn? Hope, kannst du auch mal bitte was machen? Übersehe ich gerade was oder warum? Danke, Hope. Er hat doch gerade eben ernsthaft nur rumgestanden, oder? Du sollst was arbeiten. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Aber du bezahlst mich gar nicht. Ja, frag dich mal warum. Also erstmal kein so rosiger Start hier in den Kampf. So, ich glaube, ich lasse mal alles andere die beiden machen. Ich verpasse mal, wo ist es denn? Atfoy und Vigilant. Erstmal bei jedem. So, ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lang. So, Lebenssinfonie. Dann einmal gegenheilen. Ich mache jetzt direkt mal Atfoy drauf, weil das werden wir brauchen. Ja, das, der Schaden hat sich in Grenzen gehalten. So, und bei ihm werde ich definitiv davon absehen, auf ihn zuzurennen, um dann Schaden zu machen. Das lassen wir mal schön. Wir hauen erstmal nur die Negativzustände auf ein Bein drauf. Weil wir konzentrieren uns mal immer nur auf eins. Außerdem macht Hope hier sowieso Garmagie, das heißt, er trifft hier alles. So, rechter Stampfer. Schocken wir erstmal den. Und ich mache es hier mit der Delta-Offensive, weil ich möchte trotzdem noch ein bisschen mehr defensive Power haben. Weil der hat trotzdem ein bisschen mehr Power als die Xiao Longguy. Okay, wir haben schon ziemlich viel Leben verloren, also gleich wieder gegenheilen. Sukzessive zum Ziel, sage ich mal. So, und wieder auf den rechten Stampfer. Das wäre ganz praktisch. Ich glaube aber, auf dem anderen Bein ist Gift drauf. Ja, perfekt, das ist also... Oh, nein, 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 weiter mit Ruin, Lightning, jetzt mach hier keine Dummheiten. So, ich weiß, ich sehe gerade gar nicht, wie viel Schaden sie macht. Okay, es ist um den 20.000er Bereich, das ist okay, damit kann man arbeiten. Aber ich möchte ja auch ernsthaft nichts riskieren, deswegen spiel mir das schön safe runter. So, damit wäre das erste Bein weg und jetzt gleich mal heilen, weil Lightning hat wieder ganz schön eingesteckt und außerdem hat sie schon Proteda verloren. Also gleich mal erneuern, Dankeschön. Die Firma dankt. So, Hope hat auch ein bisschen was verloren. Okay, die Negativzustände sind noch drauf, also gleich weiter beim rechten Bein. Und Fang hat jetzt die Positivzustände verloren. Ich überlege gerade, ob es eventuell intelligent wäre, einfach mal Bangar zu wirken, um dann alles einfach wegzumachen und wieder zu erneuern. Weil dann habe ich eben nicht diese blöde Situation, dass ich so einzeln, so Stück für Stück alles erneuern muss. Und einfach alles in einem Ruck und dann haben wir es. Und dann verlieren wir eben auch wieder alles in einem Ruck. Also, na gut, wir verlieren Proteda und Enada natürlich früher als alle anderen, aber... Theoretisch wäre es ja möglich. So. Wir hauen mal noch ein bisschen drauf. Und hoffen dann mal einfach, dass das Gift sein Übriges tut. So, dann erneuern wir mal alles.
Ich meine, das Bein ist zwar gerade geschockt, aber das macht nichts. Es könnte auch sein, dass einfach das Gift des Beins erledigt und dann fällt er plötzlich um. Aber in der Zeit sollten wir dann wirklich schon alles erneuert haben. Ja, ja, ist schon fast erledigt, also das Bein. Ja, gleich wird... Ich glaube, gleich kommt der Moment. Ja, das Bein ist kaputt. Das heißt, er wird gleich umfallen. So, einmal Malträtierung und dann mal direkt Negativzustände erzeugen. Okay. Unbedingt Morbid, das ist ganz wichtig. Ja, es hat auf alles eine Schwäche. Und hier sieht man schon mal direkt das Problem. Es widersteht, bleibt bestehen. Das heißt, ohne Negativzustände läuft hier sowieso nichts. Gut, dann hauen wir mal drauf. Und wenn wir Glück haben, kommt vielleicht mal der Schocker. Aber verliert schon... Geht schon gut runter. Das Gute ist, wir können auch Gift wirken. Das heißt, also bei dem TP-Wert, was haben wir hier? 16 Millionen TP. Da muss Gift drauf. Sonst wird das nichts. So, und ich werde mir an der Stelle jetzt auch mal die Raserei sparen. Aber Lightning doch wieder hast. So, wieder Offensive. Okay, weil hier, ich meine, schaut euch das an, wir sind jetzt auf Maximum, da hätte die Raserei gar nichts gebracht. Da haben wir so wesentlich mehr Schadenspotenzial mit Lightning. Ich weiß gar nicht mal, ob sie jetzt über Schadensmaximum rauskommt. Aber ich denke mal, der Schaden stimmt. Aber in einem Schockzustand werden wir ihn auf jeden Fall nicht besiegen können. Davon bin ich gar nicht ausgegangen. Also das werden vielleicht doch drei. Jetzt sind wir, glaube ich, bei einem Drittel. Aber der Schaden kann sich sehen lassen. Also so darf es ruhig weitergehen. Okay, und alle mal kontrollieren. Alle haben auf jeden Fall Hass drauf. Dann haben wir Angriffssteigerung bei allen drauf. Okay, Lightning verliert jetzt gerade Protera. Na, was Lightning gerade fehlt, ist, dass sie Kurada und Ena da drauf hat. Das ist ein bisschen blöd, aber okay, er steht auf, also wird wahrscheinlich gleich Beben aufheulen oder Ultima kommen. Autsch, das tat ganz schön weh. Okay, unbedingt wieder. Lightning muss hier unbedingt wieder versorgt werden. Danke, Fang. Und dann wieder hier ein bisschen was drauf. Und dann dort drüben. Und da geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Oh nein. Oh fuck, das war das falsche Paradigma. Okay, jetzt bin ich gespannt. Überstehen wir Ultima? Nein, tun wir nicht. Schade, schade, Schokolade, ne? Aber so schnell kann es gehen. Aber das ist schon eine echt fiese Kombo. Aber hier erst Gebrüll und dann Ultima raushauen, das ist schon gemein. Aber ich glaube, hier war es wieder mein Verschulden. Ich glaube, wir hätten es theoretisch überstanden, hätte ich zum richtigen Paradigma gewechselt. Also als er Gebrüll eingesetzt hat, hier auf Tresor gehen, dann hätte es vielleicht geklappt. Aber ja, so kann es nun mal laufen hier gegen die Superbosse. Die sind halt mit allen Wassern gewaschen. Gut, jetzt würde ich aber sagen, ich denke nicht, wir machen mal keinen zweiten Kampf, das würde dann den Rahmen etwas sprengen. Ich würde mal sagen, das war's mit Final Fantasy 13 für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit dem Long Guy und hoffen, dass wir ihn dann auch besiegen, weil ich möchte keine 10 Mal gegen den kämpfen und wenn doch, dann schneide ich da entsprechend drum. Aber auf jeden Fall, beim nächsten Mal machen wir da weiter. Bis dahin, ciao.